Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich erinnere mich noch gut an den Anlass für diesen Antrag. Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg wollte 380.000 Euro aus dem 7.000-Euro-Programm nicht abrufen und benannte zur Begründung in allen Bezirken vorhandene Probleme wie das chronisch überlastete Hochbauamt, der herrschende Personalmangel und dass ein kleiner Bauauftrag genauso viel Zeit wie ein großer verschlinge. Außerdem müsse sich der Bezirk um wachsende Schülerinnenzahlen und die dafür notwendigen Schulergänzungsbauten und Schulneubauten kümmern. Ich setze mal hinzu, dass die Bezirke außerdem der Programmitis entsprechen müssen. Hier möchte ich nur das 12 Millionen Euro Klosanierungsprogramm aus BAföG, drei Ausrufezeichen Mitteln und die 50 Millionen Euro für Sanierung aus SIVA-Mitteln für die wachsende Stadt nennen. Der Antrag stellt nicht in Zweifel, dass das 7.000-Euro-Programm eine gute Sache ist. Aber gute Absicht ist nicht in jedem Fall umsetzbar. Deshalb werbe ich dafür, so wie im Antrag gefordert, tätig zu werden. Erstens. Die Antragstellung durch die Schulen und damit auch die Bearbeitung der Anträge muss entbürokratisiert und vereinfacht werden. Zweitens. Es muss wieder möglich sein, dass kleinere Reparatur- oder Erneuerungsarbeiten von Hausmeistern und Hausmeisterinnen oder ihren Assistentinnen und Assistenten erbracht werden dürfen. Und drittens, den Schulen muss die Möglichkeit eingeräumt werden, durch bezirkliche Ausschreibung ermittelte Vertragswerkstätten zu beauftragen. Der Antrag ist umso dringender, wenn mit dem neuen Doppelhaushalt der angekündigte Verfügungsfonds umgesetzt wird. Und nach Aussage des Senates sollen Schulen daraus zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für Weiterbildung, Projekte, Personal oder eben auch Sanierungsmaßnahmen, also zusätzlich 14 Euro pro Schülerin und Schüler bis maximal 20.000 Euro bekommen. Und nur die wenigsten Schulen werden eine Verwaltungsleiterin oder einen Verwaltungsleiter bekommen, der diese Aufgabe dann managen kann. Richtig finde ich, dass die Schulen mehr Geld erhalten. Falsch finde ich, wo das Geld hergenommen wird. Quelle 1 sind 5 Millionen Euro pro Jahr, die dem Schul- und Sportanlagen-Sanierungsprogramm entzogen werden. Und Quelle 2 sind weitere 5 Millionen Euro pro Jahr, die bei der Personalkostenbudgetierung gestrichen werden. Das heißt, dass die bisher durch das Land zentral verwalteten und eingesetzten Mittel für den Abbau des Sanierungsstaus in Höhe von 64 Millionen Euro pro Jahr um 5 Millionen Euro pro Jahr reduziert werden. Der Sanierungsstau wird ja auf 2 Milliarden Euro geschätzt. Und die Frage ist, wie lange es denn dauern würde, wenn wir bei dem Tempo, das wir jetzt haben, bleiben. Etwa 30 Jahre. So, nun würde es noch länger dauern, wenn wir davon auch noch 5 Millionen Euro pro Jahr wegnehmen. Deshalb ist die Quelle 1 für diesen Verfügungsfonds genau die falsche. Unabhängig davon, dass wir endlich einen Masterplan für die mittelfristige Lösung des Problems der einstürzenden Schulbauten in Berlin brauchen. Diese Bezeichnung stammt übrigens nicht von mir, muss ich gleich sagen, sondern von der Stiftung Bildung. Die Mittel aus Quelle 2 der Personalkostenbudgetierung zu nehmen, lehne ich genauso ab. Diese Mittel wären zur Erhöhung der Ausstattung der Schulen mit Lehrkräften über 100% wohl nötiger, um Unterrichtsausfall am sichersten zu vermeiden. Aber das hat die Koalition in der Haushaltsdebatte ja nicht hören wollen, leider. Also sollten wir uns hier für den kleineren gemeinsamen Nenner verständigen und diesen, wir denken, vernünftigen Antrag zustimmen.